Bösartige Tumore des Dickdarms stellen eine der häufigsten Karzinome dar. Jährlich werden 62.000 Menschen in Deutschland neu mit der Diagnose Darmkrebs konfrontiert. Fast 26.000 sterben daran. Und dabei könnte die Sterbehäufigkeit deutlich gesenkt werden, wenn die Krankheit in einem frühen Stadium festgestellt wird. Das bedeutet, dass die Vorsorgeuntersuchungen konsequent wahrgenommen werden und dass dann die weitere Diagnostik konsequent mit einer Darmspiegelung zum Beispiel vorangetrieben wird. Im günstigsten Fall wird dabei ein Tumorstadium festgestellt, wo noch keine Bösartigkeit vorliegt und kann dann endoskopisch ohne Operation behandeln. Liegt schon Bösartigkeit vor, wird die weitere Behandlung durch ein interdisziplinäres Team individuell in Anlehnung an die aktuellen Behandlungsempfehlungen festgelegt. Auf diese Weise ist es möglich, später chirurgisch auch fortgeschrittene Tumoren sogar bei Metastasen vollständig zu entfernen und auf diese Weise auch in fortgeschrittenen Fällen eine Heilungsoption zu erreichen.